Entschuldige, kurze Frage. Hast du Lust, vielleicht ein gratis Off-White-Shirt zu gewinnen? Vielen Dank, ich möchte nicht in dem Video sein. Ich habe nicht mit dir geredet. Derer Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, es ist wieder Zeit für das Lieblingsformat des Reaktionsbosses, Offenheit oder Off-White. Von Maximilian, das schauen wir uns mal gern an. Wir finden ein weiteres Mal heraus, ob Leute ehrlich zueinander sind oder sich gegenseitig ausspielen, um einen Vorteil sich zu verschaffen. Wir haben heute wieder einige Preise. Ihr wisst, Offenheit oder Off-White, ein sehr teures Format, was mich jedes Mal ein Off-White-Shirt kostet. Der Hammer! Gott sei Dank sind wir heute beim Rare Fashion Opening. Philipp war so nett und hat mir hier etwas zur Verfügung gestellt. Natürlich, unser Hauptpreis, ein Off-White-Shirt, sehr, sehr schön, 250 Euro das Ding. Wenn ich mein Outfit so anschaue, wird das eigentlich am besten zu mir. Jassin, das war's für heute, komm, wir gehen. Nein, Freunde, das gibt's natürlich zu gewinnen. Wer trotzdem wissen möchte, wie man solche Dinge richtig kombiniert, schaut vorbei auf Instagram, da seht ihr meine Outfits. Jetzt will ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Wir haben unseren Hauptpreis und ja, es gibt natürlich, wenn sich die Leute entscheiden, ehrlich zu sein, auch für jeden einen Preis. Und das sind hier Daniel Arsham Shirts im Wert von 40 Euro. Von denen haben wir aber nur ein paar. Und wenn es uns ausgeht, dann machen wir halt mit den Gutscheinen wieder weiter. Entweder zwei Gewinner, ich erkläre die Regeln gleich. Suchen wir uns mal unsere ersten Spielteilnehmer. Here we go. So, die Sachen kurz mal gebunkert, während wir unsere Teilnehmer suchen. Freunde, nicht vergessen, in einem Monat ist es soweit. Offizielle Drop von Liberty and Justice, also nicht verpassen. So, suchen wir unsere Teilnehmer. Schauen wir mal da durch. Ah ja, Freiwillige gleich, gell? Okay. Ah, ich frag den mal. Entschuldige, kurze Frage. Ja. Hättest du Lust, bei einem Gewinnspiel mitzumachen, wo du ein Off-White-Shirt gewinnen kannst? Gerne. Ja, hättest Bock? Perfekt. Ja. Du verlierst deinen Platz in der Schlange nicht. Passt. Nicer, wenn du einfach mal da drüben warten würdest, okay? Wir suchen noch deinen Gegner heraus. Jo. Perfekt, super. Wie heißt du? Yannick. Perfekt, dann ist gleich Yannick. Okay. Schau mal darüber. Da sind halt wirklich viele Leute, das ist relativ praktisch. Grüß euch. Hat einer von euch Lust, ein gratis Off-White-Shirt zu gewinnen? Du hast Lust? Ja. Okay, kennst du das Spiel Off-White oder Off-White? Ja, das mit dem 1 Cent in den Euro. Ja, genau. Ja. Perfekt, super. Wie heißt du? Samuel. Samuel, passt. Super, dann bis gleich. Ja. Aufpassen, dass ich nicht zusammengeführt werde. Unsere Spielteilnehmer haben sich da drüben schon bereit gemacht. Jungs, seid schon gespannt? Ja. Seid ihr zwei Ehrenmänner oder seid ihr kleine Wichser? Ehrenmänner. Okay, ich bin gespannt. So, Freunde, ich erkläre euch mal ganz kurz die Spielregeln. Und zwar folgendermaßen. Ich habe hier eine 1-Euro-Münze für dich und eine 1-Euro-Münze für dich. Ich habe für dich aber auch eine 1-Cent-Münze und für dich eine 1-Cent-Münze. Danke. Mit diesen Münzen entscheidet ihr selbst über den Spielausgang. Es kann nur einer das Off-White-Shirt gewinnen, es können beide gar nichts bekommen oder es bekommen beide. Der zweite Preis, den jeder bekommen kann, wenn das Spiel ausgeht, wie ich mir das vorstelle, oder eigentlich nicht, ist dieses Shirt. Das ist von Daniel Arsham Design, das hat einen Wert von 40 Euro. Aufgepasst, ihr habt zwei Münzen in der Hand. Ihr gebt mir diese Münzen verdeckt. Wenn ihr sagt, okay, nein, mir ist lieber, ich bekomme auch was, ich bekomme safe was, dann gebt ihr mir verdeckt die 1-Euro-Münze. Wenn ihr aber sagt, na, das Shirt interessiert mich nicht, ich will das Off-White-Shirt, dann gebt ihr mir verdeckt die 1-Cent-Münze. Bekomme ich zwei 1-Euro-Münzen, bekommt jeder von euch ein Shirt. Bekomme ich zwei 1-Cent-Münzen, dann bekommt keiner was. Mhm. Bekomme ich eine 1-Cent-Münze und eine 1-Euro-Münze, bekommt nur derjenige was, der mir die 1-Cent-Münze gegeben hat. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch auszumachen, was ihr machen wollt. Ihr könnt bluffen, ihr könnt lügen, ihr könnt ehrlich sein. Der andere kann es nicht überprüfen, weil ich die Cent-Münze oder die 1-Euro-Münze ja verdeckt bekomme. Jo. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ja, dann nehmen wir beide das Shirt. Oder? Ja, klar. Klare Entscheidung, beide das Shirt. Das heißt, euch ist lieber, ich nehme das günstigere Shirt, kein Off-White-Shirt, dafür bekommen wir beide was. Genau. Jo, okay, also perfekt. 1 Euro für beide. 1 Euro ist für das Shirt, 1 Cent ist für das Off-White-Shirt. Okay, dann gibst du mir jetzt verdeckt die Münze. Okay, und die stecke ich jetzt da mal ein. Und du gibst mir verdeckt die Münze. So, was glaubt ihr? Wart ihr beides Ehrenmänner oder hat einer von euch den anderen so richtig gesnitcht? Ich glaube, wir sind beide ehrlich. Ja, dann wirst du ziemlich überrascht sein, wer hat dich richtig gefickt und bekommt das Off-White-Shirt. Naja. Wie fühlt sich das jetzt an?
Naja, ist nicht schlimm. Okay, also wie, du weißt, dass du gerade belogen worden bist und jetzt quasi leer ausgegangen bist. Schon okay. Okay, und wie ist das für dich? Schlechtes Gewissen? Ja, ein bisschen. Perfekt. Dann darf ich dich herzlich beglückwünschen. Du bekommst das Off-White-Shirt und du gehst, wie gesagt, leer aus. Na ja. Wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und dir weiterhin ein gutes Gewissen. Danke. Ja? Schönen Tag euch, macht es gut. Servus, servus. Ja, Freunde, so schnell kann es gehen. Das war Off-White oder Off-White in der Short-Version. Die gehen aber trotzdem noch gemeinsam, Schatz. Ja, du, Bro, so ist das. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die eine geheime Abmachung getroffen haben. Schau, schau, wie er sich feiern lässt bei seinen Freunden. Schau, ich habe das Off-White-Shirt, geil. Yeah, Bro, gut gemacht. Er wird beglückwünscht von seinen Freunden zu dieser miesen Aktion. Ja, ich war mir sicher. Ich habe in den Kommentaren gelesen, das machen nur die Wiener. Nein, liebe Freunde. Ja? Habgier und Neid ist auf der ganzen Welt präsent, auch in München. Mich ärgert es zwar ziemlich, dass das jetzt so schnell gegangen ist. Ich wollte eigentlich, holen wir uns noch ein Shirt? Schauen wir mal, ob wir noch eins kriegen, oder? Das war so nicht geplant. Ich habe nicht so viele Pisse ausmachen. Dankeschön, auch wenn wir noch eins bekommen. Vielleicht geht das jetzt besser mit dem. Das will vielleicht nicht jeder haben, weil die Farbe kacke ist. Schauen wir mal. Es kann weitergehen. Offenheit oder Off-White. So, Freunde, das Spiel geht mir viel zu schnell vorbei. Wir brauchen jetzt zwei richtig Asoziale. Wo ich im Vorhinein schon weiß, die ficken sich gegenseitig. Das, jetzt kommt die Menschenkenntnis heraus. Ich hoffe, ich finde zwei solche. Servus, du nicht. So, schauen wir weiter. Vielleicht komme ich nochmal auf euch zurück. Was haben wir da noch so? Was haben wir da noch so? Ja, gehen wir nochmal zurück. Hast du Lust, ein gratis Off-White-Shirt zu gewinnen? Ja, danke schon. Es gibt ein Spiel, das heißt Offenheit oder Off-White, das spielen wir heute. Ja. Du wärst dabei, wenn du Bock hast. Du verlierst deinen unfassbar tollen Platz in der Schlange ganz am Ende nicht. Wir suchen dir noch deinen Gegner heraus und dann legen wir gleich los, okay? Perfekt, super, bis gleich. Gut, dann suchen wir noch einen Gegner. Warte, klappt. Der mit der Misbehave-Hose. Entschuldige, kurze Frage. Hast du Lust, vielleicht ein gratis Off-White-Shirt zu gewinnen? Vielen Dank, ich möchte nicht in dem Video sein. Ich habe nicht mit dir geredet. Ach so. Hättest Lust? Gratis-Shirt. Okay, passt, perfekt. Dann einfach damit rüberkommen. Gut, die zwei Gegner am Start. Perfekt. Wie heißt du? Jakob. Jakob, freut mich, servus. Und wie heißt du? Sami. Sami. Habt ihr die Regeln verstanden? Ja. Ihr könnt blöffen, ihr könnt euch anlügen, ihr könnt ehrlich sein. Im Endeffekt kann es keiner überprüfen, weil die Münze wird verdeckt gegeben. Entscheidet euch oder macht euch das bitte jetzt aus. Ja, ich würde, was sagst du? Also ich würde schon aufs Off-White gehen. Ja, ich eigentlich auch. Na dann. Aber dann macht es ja nicht Sinn, wenn wir es beide machen, weil dann kriegt am Ende niemand was. Eben. Ja. Also wahrscheinlich das beide T-Shirts, also entweder keiner oder halt die beiden T-Shirts. Ja, safe. Ja, also am meisten Sinn macht es, wenn wir beide aufs T-Shirt gehen, aber dann ist natürlich auch naheliegend, dass einer snitcht. Also. Ja, stimmt schon. Aber wie viel ist das andere, also das andere, von welcher Marke ist das? Von Daniel Arsham, 40 Euro ist das Shirt wert. Ja, ich würde darauf gehen eigentlich. Ja, dann würde ich aufs Off-White gehen. Ja. Ja. Ich ja nichts bekommen. Also. Ja, ich glaube, da macht es nicht viel Sinn auszumachen, sondern dann wird sich zeigen, worauf man am Ende geht. Ja, gut. Okay, das heißt, das war jetzt eure Absprache, oder? Ja. Das heißt, ihr wollt mir jetzt die Münzen geben? Mhm. Okay. Bin gespannt, was jetzt passiert. Passt, dann bitte einmal die Münze. Okay, gibst du mir auch die Münze. Gut, liebe Leute, ratet jetzt in den Kommentaren, wie das Spiel ausgehen wird. Ich kann es euch in Kürze sagen, was glaubt ihr? Beide 1 Cent. Ja, genau so ist es. Beide auf das Off-White-Shirt gegangen. Somit bekommt keiner was. Ja. Danke trotzdem fürs Mitspielen und noch einen schönen Tag. Ja, viel Spaß bei Rare Fashion. Ja. Gell? Es hat funktioniert. Oh, meine Menschenkenntnis hat mich nicht im Stich gelassen. Ich habe gewusst, dass das so ausgeht. Jetzt würde ich sagen, wir machen das mal mit ein bisschen Jüngeren. Mit so Kiddies oder so. Schauen wir mal, was die machen. Was ist, Jungs? Spielen wir Off-White oder Off-White? Ja. Ja? Sehr gut. Kennt ihr euch? Ja. Ist schlecht. Ja, wir können ja gegen Fremde. Genau, also im Team. Oh, ja passt, dann macht ihr ein Team. Suchen wir uns noch ein Team. Du willst, gell? Seid ihr ein Team oder was? Nein. Ihr seid ein Team, ihr zwei? Wir beide sind ein Team. Ja, wir beide sind ein Team. Ihr zwei seid ein Team? Okay, okay. Ja, ja, ist schon too late, die waren schon zu schnell. Passt, perfekt. Dann kommt's bitte mit und wir gehen da rüber und spielen. Offenheit oder Off-White? So, okay Leute, da gehen wir rüber. Da kommt's her. Boah, das Ding ist halt, ich vergönn's halt nur den Kiddies irgendwie. Wie heißt du? Diana, hallo, machen wir so. Hallo. Wie heißt du? Luca? Du? Raul? Ja. Okay, und du? Moritz. So sagt man das in Deutsch, in Österreich sagt man Moritz. Okay, na gut. Wisst ihr, wie die Spielregeln gehen? Okay, beraten sich mal die Teams selber. Und jetzt könnt ihr euch beraten, was ihr macht. Keiner weiß, was der andere gibt. Ja. Okay, jetzt die Möglichkeit.
ihr beginnt? Also ich würde nicht snitchen, weil dann bekommt jeder was und dann passt das. Wir geben vielleicht den 1 Cent. Wir nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ah, ja, wer weiß. Ja, aber das, wenn beide eins bekommen, finde ich Daniel Ashton T-Shirt eh besser. Deswegen. Ja. Okay. Also ich finde das andere T-Shirt besser. Also ihr sagt 1 Euro. Euch ist lieber, beide bekommen was und ihr gebt mir 1 Euro. Ja. Was sagt ihr? Ich bin vielleicht fies oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Okay. Ja, wenn du das schon so ankündigst, dann werden die sich denken, okay, dann geben wir auch den 1 Cent, weil wir vergönnen ihnen das Off-White-Shirt nicht, dann bekommt keiner was. Ja. Okay, also das ist so dein Move. Perfekt. Ihr wisst es mit der Konsequenz zu rechnen, sie lügen vielleicht. Jetzt verdeckt die Münze geben. Ich fange mal bei euch an. So, danke schön. Okay. Und ihr könnt mir jetzt auch verdeckt die Münze geben. Perfekt. Gut. Was glaubt ihr voneinander? Haben die gelogen oder nicht? Waren beide ehrlich? Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Wir glauben auch so ehrlich. Ja, es war tatsächlich, ihr wart beide ehrlich und somit bekommen beide Teams etwas. Ihr wart ehrlich und offen und somit ist das Spielende mit Off-White oder Off-White. Gratulation, ihr bekommt beide das Daniel Arsham-Shirt. Das könnt ihr euch, ihr wollt jetzt im Team spielen, das habe nicht ich mir ausgesucht. Bitte schön, einmal Daniel Arsham-Shirt für euch und einmal Daniel Arsham-Shirt für euch. Danke. Bitteschön. Viel Spaß damit und schön, dass ihr so ehrlich seid. Ah ja, ihr könnt, falls die Größe nicht passt, einfach im Store umtauschen. Gell? Und danke vielmals fürs Mitspielen und viel Spaß euch noch. Danke, gell? Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe mir gedacht, das ist fad so, aber ich fand es jetzt eigentlich ganz nett und ich freue mich, dass die Kleinen mit was ausgegangen sind. Liebe Leute, ich habe mir gerade überlegt, jetzt auf Krampf weiterzuspielen, nur weil ich das Off-White-Shirt noch habe, aber ich fand es tatsächlich nice mit den drei unterschiedlichen Ausgängen. Wenn ihr es auch nice gefunden habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn wir dieses Format nochmal drehen sollen, Off-White oder Off-White. Nicht vergessen, auf Instagram vorbeischauen und nicht vergessen, Freunde, in einem Monat dann endlich der offizielle Drop von Liberty and Justice. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Nicht vergessen, Freunde, auf Instagram auf jeden Fall abchecken und vorbeischauen. Und nicht vergessen, in einem Monat dann endlich der offizielle Drop meiner neuen Kollektion Liberty and Justice. Das war's von mir, euer Maximilian. Sympathisch aber.